Okay, nimmst du schon auf, Dicker? Scheiß drauf, Mann, wir starten einfach so, ja. Okay. Ja, okay. So hallo, wir sind wieder auf dem lustigen Kanal der Podcast Penetration. Ja, Mann. Wie geht's dir, mein Bruder? Natürlich mit meinem Bratan Billy. Billy, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Billy. Mir geht es auch gut. Mir geht's auch gut. Ich habe gehört, Billy droppt bald eine Granate. Ja, Mann. Die Reportagen-Community, Alter. Holy shit. Also für die Reportagen-Community. Bei 60k kommt der nächste. Und ja, ab 100k kommt der riesengroße Diss-Track. Ja, Mann. Guess what, wer dabei sein wird. Holy shit. Also, im Hintergrund werde ich mindestens sein, Alter. Ja, du bist auch mit drauf. Also, ja, ich Mann. Erwähne dich natürlich. Ja, Mann. Auf jeden Fall habe ich schon mal reingehört. Tja, seid gespannt. Aber das ist nicht das Thema, worum es heute geht, meine lieben Friends. Sondern, worüber reden wir heute überhaupt? Wir reden heute um den Beef, Tanzverbot und Kuchen-TV. Die haben Beef oder was? Ja, die haben Beef. Gestern hatte ich ja kein Internet und ich habe das gemerkt, Alter, wenn man so lange kein Internet hat, da stirbst du. Da ich in einer Großstadt wohne, kann ich mich aus dem Fenster lehnen und WLAN bekommen. Der ist zwar nicht so gut, ich kann keine Videos hochladen oder mit dir einen Podcast machen, aber ich konnte dann abends noch den Stream schauen, ein bisschen verbuggt, aber das ging. Und da war Kuchen live, spätabends und Tanzverbot auch und die haben sich im Stream sozusagen ein bisschen angebieft. Ach so, wirklich? Ich war ja gestern auch live, ich habe diesen... Genau, du warst früher live. Ja, genau. Ich habe nur gesehen, dass KekTV gestreamt hat und ich habe nur so das Verfahren abgecheckt, so viel Zuschauer er hat, während er mich streame. Irgendwas mit 1200, ich hatte fast 1300, ich dachte mir so, lol. So, auf jeden Fall relevant. Was war denn der Grund überhaupt, so, wieso sie dich da... Naja, Kuchen kritisiert Tanzverbot, weil er hat ja diesen Track gemacht, Zahnlücken Johnny. Ja? Da haben wir ja auch beide mal eine Live-Reaktion zugemacht. Ja, genau. Und Kuchen meint halt, würde das irgendein anderer YouTuber machen, Bibi, Dougie oder Simon Desio, würde das halt jeder kritisieren, aber halt nur bei Tanzverbot nicht. Und KuchenTV denkt halt, er macht das aus dem einzigen Grund, um halt viel Kohle abzusahnen. Und Tanzverbot stellt sich angeblich immer so hin, als wäre das Gesicht der Gesellschaft und der coole Freund, aber ist in Wirklichkeit Kommerz und er glaubt Tanzverbot nicht mehr. Und er sagt, die Community-Tanzverbot, die läuft Tanzverbot hinterher wie Roboter. Okay. Ich weiß nicht, so... Gut, dann reden wir halt über dieses Thema. Da hat man halt so... Natürlich hat man bei allen Sachen seine eigene Meinung... Aber jetzt mal, bevor wir da überhaupt objektiv, okay, wirklich objektiv, als würde ich eine Schlampe filmen beim Pornodreh, so durch ein Objektiv, okay, deshalb heißt das Objektiv üblicherweise, okay. wenn ich KekTV so anschaue, okay, ich kenne ihn ja seit langem, den lieben KekTV, Alter. Warum hat der bei einer 500.000 Abonnenten eigentlich nur 1000 Zuschauer, wenn er livestreamt? Naja, das ist halt das große Problem eines... jeden YouTubers, der ziemlich viel Fremdcontent betreibt, würde ich mal sagen. Das ist ja, ich weiß nicht, wir hatten ja auch diese Möglichkeit, weißt du noch, wo wir angefangen haben mit News und Berichten und so über Rap und alles. Wenn wir viel mehr irgendwie Schwanzgelutsche in die Titel schreiben würden, das heißt jetzt nicht, dass du wirklich Schwänze lutschst von denen, sondern einfach ihren Namen so brutal zu verwenden, ist halt irgendwann einmal abhängig werden davon, okay? Ja, Rapcheck. Genau, das ist halt das Problem. Und man nehme einfach diesen Namen weg von dem Titel, dann bleibt nichts außer die Person, für die sich niemand interessiert. Und es kann sein, dass, das ist halt, die Interessen aller Menschen ändern sich. Da war einfach so in der Zeit viele existente Beefs und so weiter, viele Probleme. KuchenTV hatte GS-Freak gestürmt. GS-Freak hatte damals Hype, man dachte, er ist ein stabiler YouTuber. Und die haben schon vieles aufgedeckt, muss man eigentlich sagen. Der hatte ja auch interessante Videos, gar keine Frage, also KekTV. Hört man sich gerne an. Aber irgendwann einmal, er hat auch ein Video gemacht gehabt, dass die Kritikerszene untergeht, habe ich gemerkt vor ein paar Tagen. Und irgendwann... Ich verfolge den überhaupt nicht. Da hat mich halt ein Zuschauer geschickt und da habe ich mir gedacht, ja, gönne ich mehr. Weil meine Zuschauer denken immer, ich will jeden ficken, okay? Die schicken einfach Videos
von Leuten, von denen sie wollen, dass ich sie ficke. Jeden Tag einfach so, die sind einfach so fickgeil, okay? Die sind, so, die sind einfach so kleine Missgeburten, die warten, dass sie schreiben, so, hey, Alter, was ich gefickt, geiler Camper. Das ist alles, das ist alles. Das, so leben sie. Und da, da haben sie auch so sein Video geschickt. Und Kuchen meinte halt in diesem Video, ja, die Kritikerszene geht immer mehr und mehr runter. Man interessiert sich nicht mehr für uns so sehr wie früher. Der Hype ist nicht so stark. Und der argumentiert darauf, dass einfach YouTube das absichtlich macht. Also YouTube so vorgeht, weil der Content kritisch ist. Und die Frage ist jetzt zum Beispiel, Dann müssen unsere Kontos ja schon längst weg sein, unsere YouTube-Accounts. Schau mal ein Video von mir an und dann ein Video von KuchenTV. Das ist so, also jetzt natürlich, hier bin ich ziemlich human, weil ich bin hier mit Billy, das ist nur ein chilliger Podcast. Aber wenn meine Videos gestalte, gibt es da so viele Sachen, die ich noch nie in irgendeinem anderen YouTube-Video gehört habe. Das ist einfach so, zu dir kommen dann keine Sponsoren, zu dir kommen keine Menschen, die Werbung machen wollen. Das ist einfach so und deshalb machen es die meisten nicht, wir schon. Und alleine die Tatsache, dass ich über 81.000 Abonnenten habe, Billy 60.000 Abonnenten hat in unter einem Jahr, in ein paar Monaten, sagt ja, entkräftet ja den Argument, dass kritische Inhalte auf YouTube irgendwie so gedrosselt werden, okay? Also allerdings, Davon halte ich nichts, um ehrlich zu sein. Das ist einfach so, stell dir vor, du schaust ihn an die ganze Zeit, abonnierst ihn wegen einem Beef und der Beef ist zu Ende, dann interessierst du dich halt nicht mehr dafür wie früher. Ja, dann muss man den nächsten Beef starten. Genau, das ist das Problem. Und die Frage ist immer, was hast du mit diesem Beef zu tun? No. Es gibt ja auf meinem Kanal so Formate auf Alim, jetzt nicht auf Mois, so Keck-Faktor und so weiter. Das ist halt sowas wie X-Faktor, lustig nachgemacht. Das ist einfach nur Kritik, aber kein Beef anzetteln, verstehst du? So, ich mache kein Beef. Es ist halt noch ein bisschen lustig gestaltet. Genau, das ist also jeder, der etwas Humor in seinen Eiern hat. Ja, schon allein beim Intro müsste das eigentlich jeder wissen. Skus! Natürlich, muss man da natürlich, weißt du, aber das Ding ist halt, dass die es natürlich auf sehr persönlicher Ebene nehmen und überhaupt dieser Begriff Beef und Drama und Dramatik und so, das alles haben wir ja auch in England und USA und Amis alles gesehen. Das ist einfach ganz normal. YouTube Deutschland war noch nicht so evolutioniert und ausgereift. Und weißt du noch so, in den Zeiten von Julians Blog, die YouTuber mit den größten Abos hatten vielleicht 1 Million Abos. Und jetzt gibt es so viele von denen. Und es wird auch ein paar Jahre kommen, da werden wir die Größeren, also nicht wir zwei, aber ich meine die anderen großen YouTuber, der Größte wird dann schon 20 Millionen Abos haben oder 15, was jetzt normal ist in den Staaten, verstehst du? Ja. Und da ich meine, Superman Dennis hat sogar 300.000 Abonnenten. Bitte nicht Superman Penis. Wieso musstest du das sagen, Alter? Superman Penis, jetzt habe ich das jetzt. Oh, der macht dich aggressiv, ne? Oh Gott. Superman-Penis. Ja. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht abschweifen. Kuchen kritisiert Tanzverbot auf jeden Fall dafür, dass Tanzverbot nur Geld machen möchte. Und Tanzverbot kritisiert KuchenTV, weil KuchenTV immer alles kritisiert. Ja, okay. Und die haben sich gestern im Livestream angebieft. Wie findest du das, dass Tanzverbot den Track gemacht hat und den verkauft hat? Ganz ehrlich zum Beispiel, wenn du mich fragst als Person, Tanzverbot ist so ein Typ, ich habe ihn seit 300 Abos geschaut, okay, also ich fand ihn lustig einfach. Ich habe ihn auch immer verarscht, ich verarsche ihn auch heute. Es ist einfach lustig, ich schreibe es ihm auch privat und sage, du bist ein Opfer, aber lach halt drüber, das ist lustig, ist halt ehrlich und lustig. Privat ist er echt nicht. Ja, und schau, weißt du, was juckt mich, was jemand verdient, verstehst du? Das ist einfach, ich weiß nicht, mich juckt das nicht, also ich sehe immer wieder so Kommentare, oh, Lim, du hast da vielleicht mal, ich habe Werbung gesehen von deinem Video, du bist kommerziell. Also, es tun auf einer Seite Menschen so, als ob sie, wenn sie den YouTubern zuschauen würden, sie gezwungen sind, irgendein Premium-Abo für 79,99 pro Monat zu zahlen. Das ist der Wahnsinn, ne? Damit sie unsere Videos sehen. Verstehst du? Ja. Das ist jetzt also nicht nur Tanzverbot oder Kuchen. Eigentlich ist das alles for free. Ja, genau. Das ist einfach nur so eine, sowas wie eine Flatrate-Plattform. Wer von euch schaut Fernsehen jetzt? Fernsehen ist sogar bezahlt, okay? Wer von euch schaut heute Fernsehen? Niemand. Und das ist einfach das, was ihr täglich schaut. Es sind keine Schauspieler, es sind keine Moderatoren, es sind Menschen, denen ihr zuschaut. Und ganz ehrlich, wenn ihr so einen großen Tag eurer Unterhaltung davon decken könnt, dann könnte es euch scheißegal sein, was einer verdient.
Und jetzt, wenn wir explizit diese Sache zwischen Kochen und Tanzverbot anschauen, okay? Ich meine, wie lange gibt es Tanzverbot? Er hat es jetzt ein einziges Mal gemacht mit dem Track. Ich will ihn gar nicht verteidigen, okay? Sag mir mal, er ist kommerziellste Fotze auf dieser Erde, okay? Sag mir, er ist KMN-Gang, okay? Ja. Wir sagen, er ist KMN-Gang. Ja! Und stell dir vor, ich bin ein YouTuber. Jedes Mal, wenn ich ein Video starte, sage ich, ja, meine Freunde der lustigen Unterhaltung und der Heruntergönnung, kurz bevor das Video beginnt, möchte ich euch ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr meinen Shop da verlinkt seid in der ersten Beschreibung. Ganz kurz für 20% meiner Follower zur Verfügung sind. Bitte bestellt euch diese Follower und wenn ihr sie bestellt, dann könnt ihr dieses Video weiterschauen. Das ist das Intro, okay? Dann labere ich 10 Minuten etwas und sage ganz am Ende, ja, und vergiss bitte nicht, die Amazon-Links-Abo zu schicken und in den könnt ihr diesen T-Shirt abchecken und ihr könnt dann unter uns abchecken. In jedem Video, ne? Er macht das wirklich fast in jedem Video, okay? Aber ich gönn's, okay? Es ist mir scheißegal, wirklich. Ja, mir es ist mir egal. So egal, ich gönn's ihm, er darf das. Er juckt mich auch nicht, ist auch kein YouTuber, den ich primär anschaue. Er steht auch nicht in primärer Sicht der nächsten Zerfickung auf meiner Liste. Aber natürlich, was es nicht gibt, kann sich noch ergeben. Deshalb würde ich da nicht wirklich negativ drauf reacten, mein Bester. Weißt du, das Lustigste ist, wenn er solche Typen wie ich sehen würde, die Videos, also von mir zum Beispiel, schaltet ein Video an, er wird das nicht mal anschauen. Er wird meinen Akzent hören, er wird sehen, er hat Bart, ausländisch. Ich bin automatisch dumm für ihn, verstehst du? Das ist so einer. Ich schwöre auf alles, der ist so ein Tobias, Alter. Das ist so genau so. Meinst du, der denkt so, ja? Ich weiß nicht. Ich habe so eine leise Ahnung, okay? Ich habe natürlich keine Ahnung, wie er privat ist. Jeder kann natürlich eine Rolle auf YouTube spielen und privat ganz nett sein. Das ist auch jetzt nicht das primäre Ding, der ist mir auch als Person egal, dir wahrscheinlich auch. Aber was wir meinen jetzt, einfach nur dieses Beispiel mit diesem Video, am Anfang sage ich das und das und kritisiere dann jemanden, der einmal eine Arbeit verkauft, für die er tatsächlich eine Arbeit geleistet hat, verstehst du? Ja. Juckt mich dann doch nicht. Nee. Aber nee, man muss auch recht. Fairerweise sagen, ich denke, dass KuchenTV am Anfang es gar nicht so kritisiert hatte. Der hat halt gesagt, ja, eben was du gesagt hast, dass es Leute normalerweise kritisieren würden und alle im Blinddach rennen, aber dann hat er gemeint, ja, aber es muss ja nicht so sein. Dann hat er ihn doch noch etwas gelobt, hat gesagt, da war es lustig. Aber die Argumente von Kuchen sind halt immer so, du kannst sagen, was du willst, argumentieren, was du willst. Er findet irgendwo etwas von seinem Video, was er aus dem Zusammenhang reißt und gestern, das trotzdem als gestern, Argument reißt. Verstehst du? Ja. Gestern haben die sich beide gebieft im Livestream. Also Kuchen hatte einen an und Tanzverbot hatte einen an. Und die Tanzverbot-Community hat das Video halt mega krass gedisliked und hat den Hashtag Neid benutzt. Also Kuchen ist neidisch auf Tanzverbots Erfolg mit dem Track. Okay, bitte sag mir jetzt nicht, dass jetzt irgendein Video kommt jetzt von ihm. Bitte nicht. Doch, ich glaube ja. Ich glaube, er meint, Mittwoch kommt das große Video gegen Tanzverbot. Das ist so unnötig, vor allem weil die irgendwie, als sie gegen KS Freak ein Video gemacht haben, zusammen Gastparts hatten in dem Video. Ja, die haben schon mehrere Videos zusammen gemacht, glaube ich. Das ist so. Und weißt du, so, wenn man die Klicks anschaut, jetzt die bei KekTV laufen und den Abo-Zuwachs und das Ganze, das ist einfach etwas, was nicht existiert, ein nicht existenter Beef, der jetzt irgendwie so unnötig. Tage nahegelegt wird. Ganz ehrlich, schau, ich mache einen Song, okay? Sag mir mal. Ich würde mir den sofort kaufen, Digga. Egal, du bist jetzt so mein Bruder, okay? Du bist mein Bruder. Ja. Und du findest ihn komplett scheiße. Ja. Komplett scheiße, okay? Oder egal, wir sind keine Brüder. Du bist einfach ein Mensch, der mit mir ab und zu tun gehabt hat. Wir haben ein paar Videos gemacht. Du hast von mir die Meinung, dass ich ja ganz okay bin. Und ich mache einen Song, den findest du einfach komplett scheiße. Ja. Jetzt gehe ich davon aus, du bist Person A, die jetzt nicht auf Klicks hinaus ist und kein Geld verdienen möchte. Und natürlich möchte man irgendwo ein Geld verdienen, aber du gibst einen Fick drauf, ob du es jetzt mit Klicks verdienst oder Bitcoins oder mit Arschfick, okay? Du bist halt einfach nur ehrlich und wenn ich Scheiße mache, so einen Song Scheiße mache und ich habe eine starke Online-Influence, okay? Wenn du meinen Namen in den Titel nimmst, kriegt dein Video automatisch 30% mehr Aufrufe. Wirst du vielleicht mir persönlich sagen, dass der Song scheiße ist, mich anrufen oder MTS, wo mich jeder findet, hingehen und sagen, hey Alim, hör mal zu,
Ich wollte es nur einfach loswerden, sei nicht traurig, aber ich finde, das und das solltest du etwas besser machen. Ich fand den Song scheiße, so, tut mir leid. Ja. Willst du es mir privat sagen, wenn du korrekt bist, oder wirst du ein Video darüber machen? Ja, also, genau, da ich korrekt bin, halt, würde ich es dir sagen. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich auch Person B. Das ist halt ja der Opposite of this shit, okay? Die ein Video drüber machen, ne? Ja, also ich würde jetzt nicht wirklich so über Menschen, die, mit denen ich befreundet bin, irgendwie so, keine Ahnung, es in die Öffentlichkeit treiben, könnte man sagen. Aber natürlich kann man machen, was man will. Das ist einfach nur ein Podcast. Wir sitzen im Endeffekt auch nur da und kassieren Klicks auf irgendeinen anderen Nacken. Aber hey, wer hat gesagt, dass wir gute Menschen sind? Ich bin nur im Internet nett, privat bin ich böse. Genau, genau. Also, wir sind beide Knastinsassen gewesen. Ja, ach fuck, Digga, Block D, Zelle C, Gang B. Mann. Ja, Mann, ich kann mich noch immer erinnern, Block F, Zelle B. Aber bei KuchenTV gebe ich Ihnen recht, das hätten vielleicht andere kritisiert, wäre es jetzt eine Bibi oder ein Simon Desio gewesen. Natürlich, ja. Ja? Aber das kann vielleicht sein. Schau, bei Bibi und Simon Desio, ganz ehrlich, wenn du als Kritiker ein Video über die machst, weißt du ganz genau, es kommen keine Schüsse gegen dich. Weil das sind einfach, die haben ihre Community, denen juckt es nicht, okay? So, ja. Mach gegen Bibi 10 Milliarden mal ein Video. Die wird das dich ignorieren. Nix. Weißt du? Nee. Du wirst auch keine negative Wirkung auf sie haben. Aber dann gibt es auch YouTuber, die eventuell antworten werden, bei denen du davon ausgehen kannst, dass es so eine Beef-Sache wird, bei denen du der Meinung bist, ja Mann, der wird fix antworten, so in 2-3 Videos. Und das ist einfach irgendwo, ich denke auch, dass die Beteiligten selber wissen, dass es irgendwo eine Promo sein wird und sich darauf einlassen werden, dann im Endeffekt, also ja. Wenn du mich persönlich fragst, ich finde, also ich habe nichts gegen Keck TV so auf seinen Content bezogen. Jeder kann machen, was er will. Ich finde es halt irgendwie, ich weiß nicht, ich finde allgemein seine Stimme nervig, aber ja, jeder, meine Stimme. Überhaupt nicht. Gib dir mal meine Stimme ist wohl die nervigste Stimme auf der Erde. Ist jetzt nichts Negatives gemacht, aber Tanzverbot zum Beispiel ist halt so wie Filthy Frank für mich. Nur, dass er so sagt, dass er echt so ist, okay. Deshalb, ich habe drauf geschissen einfach, ob er den Song verkauft hat, nicht verkauft hat. Es gibt auch so Themen, die mir auf die Eier gehen bei Tanzverbot manchmal. Wenn er einmal zum Beispiel sagt, das und das ist gesperrt, zweites Mal sagt, ist okay, drittes Mal. Aber wenn er so 30 Mal ein Video drüber macht, so, ja Mann, jetzt ist Twitter entsperrt. Ja, dann geht es mir auch irgendwo auf die Eier, aber dann schaue ich mir einfach das Video nicht an und ich werde jetzt nicht, keine Ahnung, Mann, Freiheitskämpfer für die Religion werden, dass ich da 30 Videos raushaufe, verstehst du? Ja, das sind halt so meine geteilten Meinungen über die Themen. Schaut's mit dir aus. Willst du dir das Video anschauen, was Kuchen bringt? Ja, das ist es ja. Man wird sich's anschauen. Man wird einfach nur so aus Neugier. Was wird er wohl sagen? So. Ja. Und ich werde dann weder Kuchen noch Tanzverbot haten, aber da werden halt irgendwelche Kinder dann schreiben, Tanzverbot, Kuchen hat dich gefickt, du musst antworten. Ja. Und wenn Tanzverbot antwortet, wird er sagen, Kuchen, Tanzverbot hat dich gefickt, wenn du nicht antwortest, bist du gefickt. Und das sind halt irgendwelche so Wichser, die ihre Tastaturen zuwichsen, weißt du, was ich meine? Ich finde es jetzt auch lächerlich, dagegen zu schießen. Ich meine, KuchenTV hat auch schon Product Placements gemacht und wer weiß, was der alles noch schon gemacht hat, weißt du? Ja. Man muss sich dann auch immer mal an die eigene Nase fassen. Würde Tanzverbot das jetzt jedes Mal machen, Track mit so einer Seite, dann kann man das ja verstehen. Dann würde ich ihm zuerst privat sagen, dass er schwul ist. Also wenn er aber einmal negativ drauf eingeht, dann würde ich ihn auch öffentlich ficken, aber so. Ja. Der sagt es ja auch selber, dass es ihnen leid tut, dass es jetzt so kommerziell rüberkommt und so eine Scheiße. No. Irgendwo darf man ja auch für den täglichen Content, wo man ja was zu sehen kriegt, sich bedanken in der Form. Ich meine, schau, solche Menschen, die das kritisieren, werden das sowieso nicht kaufen, okay? So, wenn du sowieso nicht gekauft hast und keinen Schaden davon getragen hast, ja, dann chill doch deine Eier, Digga. Ja. Und ich merke es immer wieder in Kommentaren, so Menschen,
die sowieso Adblock anhaben und die sowieso keine Werbung kriegen, bei einem Video von mir, wo ich Muschi, Vaginal Secret, Vagina Soldat, Soldat, Alter, was weiß ich was sage. Und weißt du, das Video hat eh keine Werbung, das ist gelb. Und der schreibt so, das Video ist 10 Minuten 50. Ich schaue nicht mal auf die Dauer des Videos immer, weißt du? Ich mach das ohne Skript und wenn das Video. Du bist ja nicht Alpha Kenan. Ja, Alpha Kenan ist zum Beispiel jemand, den muss man ficken. Also das ist kann, ja, so. Wann kommt er denn endlich mal auf die Alim-Liste? Okay, Mann, okay. Für Reportagen. Kannst du das nicht mal notieren? Für Reportagen, okay. Ich glaube, der nächste Akte-Kek-Patient wird unser Lieber. Wie heißt der nochmal? Alpha-Kenan. Alpha-Kenan halber Schneemann. Das ist so Kanaken-Version von Alpha-Kevin. Ja, genau. Ja, Mann, Ehrenmann, Alter. Holy shit. Ich habe den ja mal kritisiert in meinem Format, unter die Lupe genommen. Aber ja, der ist echt süß, Mann. Das ist so ein Mysterium, Alter. Es wird Zeit, dass du den auch mal ein bisschen rannimmst. Okay, aber ich werde mit ihm so etwas süßer vorgehen. So. Ich werde so... Als ob es eine Jungfrau wäre. Ich werde nicht so hart. Das war sowieso. Ja. Das ist noch so eine kleine Jungfrau. Ich möchte mit dem gütig sein. Ja, sonst hast du zu dem Thema noch was zu sagen, Bratan? Was sind deine... Ich bin gespannt, was da passiert. Also mir ist es egal, genauso wie dir, ob Tanzverbot jetzt den Track gemacht hat oder nicht. Ob er damit unbedingt Profit machen wollte oder nicht. Ich meine, er hat es jetzt einmal gemacht und innerhalb von 2-3 YouTube-Jahren. KuchenTV hat ihn kritisiert. Ich bin gespannt, was Kuchen jetzt macht. Ja, gegen Tanzverbot, also das große Video. Unterhaltung werde ich es mir gönnen. Ja, genau, also. Unterhaltung. Ja. Und ich würde auch gerne mal wissen, was die Zuschauer denken. Ist Tanzverbot kommerziell geworden? Gebt ihr KuchenTV recht? Ja. Gebt ihr meinen Schwanz recht oder gebt ihr doch noch Reportagens Eiern recht? Oder gebt ihr meinen Schwanz und seinen Eiern recht? Also es würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Das war lustig, der Beef gestern im Livestream. Ich wünschte, ich hätte es mit beobachtet, aber leider war ich beschäftigt im Keller. Man kennt's, mein Lin Prince. Man kennt's. Naja, wie gesagt, wir hatten 2 Tage jetzt keinen Podcast, weil 5 Tage die Woche haben wir gesagt, kommen Videos, wir sind auch nur Menschen, mein Lin Prince. Nächstes Mal kommt, was kommt nochmal? Real Life Story. Ding von den Zuschauern. Ja, stimmt. Einfach Horror-Stories, Real-Life-Stories, eure Fragen. Oh, da freue ich mich schon drauf, da habe ich Bock drauf. Auch gerne in die Kommentare. Genau, eure Nacktbilder ganz besonders auf die E-Mail schicken. Die verlinkt ist in, wie nennst du das nochmal? Informationsvideo-Beschreibungsablage. Genau, Informationsvideo-Beschreibungsablage. Geil, Herr, du hast es gesagt. Hast du noch nie gesagt, Dicker, sauber. Ja, Mann, lasst uns wissen, was ihr zu dem Ganzen haltet. Wir danken euch, dass ihr so lang zuschaut die ganze Zeit. Genau. Und Mittwoch Livestream, nicht vergessen. Den lieben Reportagen. Ja. Morgen kommt ReLive, da kommt wieder jeden Tag ein Video hier auf dem Podcast-Kanal. Mittwoch sogar der Livestream. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wir sind gespannt. Ja. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und küsst alle eure Elle. Und Penisse.